FM Stöcklauch auf deinem persönlichen Truck, Truck Nummer 54 von 107, ist der Julian FM Stöckl Truck. Tolles Event. Zum wievielten Mal bist du denn hier mit dabei? Zum was? Zum wievielten Mal bist du denn dabei? Ich habe ja insgesamt habe ich schon 6 Wagen gemacht und dieses Mal ist mein 2. in Wien. Und Wien ist ja wie zu meiner Heimat geworden und es war für mich halt klar, ich mache dieses Jahr einen Wagen in Berlin und einen Wagen in Wien. Das war klar. So, und mal sehen, nächstes Jahr weite ich vielleicht noch aus auf Hamburg oder sonst wo so, aber dieses Jahr steht Wien immer fest auf meinem Plan. Das ist natürlich super. Wie hat sich denn Wien von Berlin unterschieden oder sind wir mittlerweile genauso bunt? Du wirst lachen. Ich empfinde Wien als genauso toll wie Berlin. Ja. Wien ist die Insel in Österreich und Berlin ist die in Deutschland. Wien ist nicht Österreich und Berlin ist auch nicht Deutschland. Diese beiden Städte haben etwas so Besonderes, haben eine so besondere Aura, die wenig Städte haben. Deswegen, ich liebe Wien. Alfons Heider hat mir vorhin gesagt, es läuft zu 90% gut, 10% gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber gerade in den ländlichen Gebieten müsste man die Leute noch ein bisschen aufklären. Was kann man denn da machen, um die Leute aufzuklären? Ich glaube, wir müssen immer aufklären, weil wir haben so viele Menschen, die wieder heranwachsen, die sich da nicht auskennen, die nicht wissen, was es ist. Und im Grunde genommen, die wichtigste Botschaft ist immer, dass jeder so leben soll, wie er möchte. Und es steht niemand anderem zu bewerten oder zu sagen, wie jemand leben soll. Und ich glaube, dass wir dieses System für Toleranz zu kämpfen beibehalten müssen. Was sagst du generell dazu? Hier ein tolles Fest, schon die ganze Woche in Wien, aber natürlich der Livebowl, den es jetzt 26 Jahre gegeben hat, wird es in dieser Form höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Ist das, Rückschritt wäre jetzt falsch, aber ist das irgendwie schade? Ja, also natürlich ist es schade, aber ich glaube, alles hat immer seine Zeit. Wir haben auch alle unsere Zeit und die ist irgendwann vorbei. Ich weiß nicht, ob es jetzt quasi das Ende ist. Man weiß nicht, jedes Ende ist ja auch irgendwo ein Anfang. Also vielleicht kommt irgendwas, von dem wir noch nicht wissen. Ich würde es mir wünschen, aber es kann auch erst mal eine Pause sein, es ist nicht schlimm. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich bin das Christkind oder der Weihnachtsmann, weil es fehlt mir ein bisschen was, und du hast 3 Wünsche, die du in puncto Gleichberechtigung äußern könntest, welche 3 Wünsche wären das? Ja, der Wunsch 1 ist, keine Homophobie, kein Antisemitismus und kein Rassenhass. Der 2. Wunsch ist, dass jeder im Grunde genommen so viel verdient, dass er auch leben kann von dem, was er tut. Und das 3. im Grunde genommen, dass niemand mit Vorurteilen an Menschen herangeht. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ein Wort noch zu deinem schönen Outfit. Ich habe schon gesagt, was genau symbolisiert das? Du wirst lachen. Eigentlich wollte ich heute einen Leoparden-Overall anziehen und da ist mir heute Morgen der Reißverschluss kaputt gegangen. Oh. Mein Outfit ist nur mein Ersatzoutfit, aber es hat keine Bedeutung, weil ich mir für das Outfit nichts überlegt habe. Aber es sieht gut aus und vor allem der Kopfschmuck trägt dazu bei, dass man nicht ins Schwitzen kommt, oder? Ja, und das Gute ist, ich musste mir heute Morgen meine Haare nicht machen. Ich habe einfach meine Haare unter den Turban gemacht und fertig. Lieber Julian, dann viel Erfolg noch, vielen Dank fürs Interview und schöne Party. Und danke OE24 und allen Zuschauern, dass sie mir immer treu bleiben. Ja! Ja, natürlich.